Und weiter geht's mit Yoshi's Island. Ich habe mich ein bisschen abgeregt und jetzt machen wir nochmal dieses katastrophale Level. Es war ja schon am Anfang nicht leicht und es wird, glaube ich, auch nicht leichter werden. Zumal hier schon wieder sehr viele Affen sind, die einem das Leben zur Hölle machen wollen. So wie in meinem Fall jetzt. So, stirb. Okay, perfekt, perfekt. Jetzt bloß nichts überstürzen. Einfach ganz ruhig und ganz sachte nach vorne. Vielleicht schaffen wir es ja immerhin ein bisschen in die Nähe zum Ziel. Oder auch nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, gibt es da noch irgendwas? Nee, gibt es nicht. Okay, den hätten wir auf jeden Fall weggebolzt. So, verschwinde. Und da drauf, alles klar. Hier ist ein kleiner Safe-Spot. Und schauen wir mal, ob wir da auch jetzt ganz gut durchkommen werden. Oh nein. Oh nein. Nein. Ja, okay, die rote Münze hätten wir. Die rote Münze wäre geschafft. Okay. So, jetzt muss ich nur den unten irgendwie wegkriegen. Ja, perfekt, perfekt. So, wie viel haben wir denn jetzt? 4 von 5 und 14 von 20. Okay, ja gut. Da muss ich jetzt irgendwie drankommen. Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Denn da hinten ist auf jeden Fall wieder ein blöder Affe, der mich hier drangsalieren will. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Okay. Okay. So, verschwind... Nein! 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 Verschwinde, Jetta. Okay, perfekt. So, alles klar. Jetzt hole ich mir erstmal die Münzen da unten und dann die von oben. Yes, okay. Passt. Perfekt. So, gib mir schon die Münzen. Jetzt komm schon. Wieso verschieße ich mich denn so oft? Okay, da waren keine mehr. Mist. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Ah, da vorne ist das Ziel. Da vorne ist das Ziel. Okay. Nee, doch nicht. Okay, doch, da ist das Ziel. Doch, da ist das Ziel. Einmal, zweimal. Okay, alle Münzen geschafft. Dann brauchen wir die letzte Blume. Geschafft. Und dann setzen wir noch unseren 20 Plus ein. Und somit hätten wir auch alles geschafft auf 100%. Geil. Oh, eine richtig schwere Last fällt mir jetzt von den Schultern. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass dieses Level wirklich so lange gedauert hat? Ja, es hat wirklich so lange gedauert. Also ich spiele das jetzt nicht nur so einfach. Es hat wirklich so lange gedauert, dieses verdammte Level endlich fertig zu spielen. Und schaut euch die schöne Punktzahl an. 100 Punkte erreicht heute in diesem schönen, grandiosen Part. So, dann gibt es noch ein Bonusspiel. Was gibt's denn? One-Up-Chance. Ach, wieder dieses dumme Roulette. Okay, in dem Roulette bin ich natürlich immer schlecht. Aber das ist jetzt ein anderes Roulette. Okay. Dann drehen wir mal und schauen wir mal, wo es stehen bleibt. Bei plus 0. Wow. Ist trotzdem ein One-Up. Okay, immerhin. Aber wieso ich gerade wieder die 0 kriege? Also bei solchen One-Up-Spielen bin ich sehr, sehr schlecht. Oh, die Musik klingt jetzt richtig fetzig, oder? In der vierten Welt. Die klingt jetzt richtig gut. Gut, dann gehen wir in die vierte Welt. Und wir sehen schon Windel Mario, der bereit ist, wieder seine Arbeit zu tun, oder? Mhm, dann lassen wir ihn doch mal. Super Mario als Superman. Go, go, Mario. Ich glaube, das ganze Level ist mit dem aufgebaut, oder? Koopas gibt es natürlich wieder auch. Und natürlich absolut hässliche Goombas. Die sind ja wirklich sowas von hässlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie konnte man die nur so verunstalten, liebes Nintendo-Team? Bitte. Also Goombas sollten natürlich wenigstens ansatzweise immer so aussehen, wie sie es immer tun. Aber in dem Fall? Nee. Irgendeiner hat es richtig verkackt. So wie ich jetzt die Stelle hier. Die habe ich nämlich auch verkackt. Naja. Naja. Wir haben jetzt nicht viel verloren eigentlich. Ein paar Sekunden, aber wir hatten ja sowieso nur 10. Also von dem her wird das auch wieder alles aufgefüllt. Komm, gibt's irgendwas? Nein! Jetzt hat mich meine eigene Koopa-Shell getroffen. Mir kommt's schon vor wie in Mario Kart. Ja, da trifft mich die Koopa-Shell auch häufig. Oh mein Gott! Und weg.
Gut. Und du auch noch. Perfekt. Perfekt. So. Dann wäre der Weg jetzt wenigstens frei. Hm. Okay. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das? Soll ich eine Koopa-Shell hochwerfen? Bringt mir aber nicht viel. Ich glaube, ich komme da gar nicht ran. Nee, ich komme da nicht hin. So, was gibt's denn da drin? Ach, Sterne gibt's da. Okay, ja gut. Die nehmen wir natürlich mit. Und den wollen wir natürlich auch beseitigen. So, einmal. Zweimal. Und das letzte Mal. Und tschüss. Alles klar. Wäre auch somit erfolgreich abgeschlossen. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp. Okay, 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 okay. Hm, ich könnte mir auch jetzt eine Koopa-Shell einfach grabben. Das werde ich auch machen, oder? Ja. So, und tschüss. Und gib mir ein paar Sterne, komm. Ich habe sowieso viel zu wenige für den Teil jetzt des Levels. Deswegen sammeln wir die mal alle ein. Somit hätten wir jetzt 23. Klingt schon mal ganz gut für den Anfang. So, was ist mit dir, Kollege, da unten? Hä? Hä? Soll ich dich abknallen? Naja, wenn es möglich wäre. Okay, bam und bam und bam. Ach, der, ach, da kriegt man Leben. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, für was der eigentlich gut ist. Dieser Shy Guy. Okay, hier gibt es noch rote Münzen. So, komm raus, Bombe. Danke, Kugelwilli, eher gesagt, nicht Bombe. Ach, eine Eisblume. Eine Eisblume. So, geil. Bam, bam. Geil, dann, 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 dann. Bam, 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 bam. Jetzt ist es einfach. La, 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 la. Ducken. Bevor mich der trifft. Hä? Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Okay, komme ich da noch rüber? Ja, ich denke mit Anlauf, oder? Ja, ja. Ach, da gibt's was. Okay, gibt's wahrscheinlich wieder auch nur Sterne. Ja, tatsächlich. Ich habe irgendwie immer recht mit dem, was ich sage. Ist schon ein bisschen verwirrend, das Ganze. Ja, da unten gibt's da unten rote Münzen. Eine. Wow. Was für ein geiler Preis, oder? Da geht man sie wirklich in die Höhle des Löwen. Und was gibt's dafür? Wirklich nur eine verkackte rote Münze. Okay, aber wir hätten sie. Wir hätten sie. Das ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja zum Schluss die 100% einfach nur haben. Und deswegen spielt es auch eigentlich gar keine Rolle, was wir da kriegen. Solange es immer rote Münzen sind. Gibt's da oben irgendwas? Nö. Einfach nur ein Podest, damit man wieder jemanden verwirren kann. Toll. Und wieder keine roten Münzen. Und wieder keine roten Münzen. Wow. Aber ich brauche doch irgendwann mal eine Koopa, oder? Eine Koopa-Shell? Nein! Drugs! Oh mein Gott! Ich dachte, die sehen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber okay. Okay, sie sind wieder da, meine Freunde. Sie sind wieder da. Wir dürfen sie nur nicht essen. Oder berühren. Eins von beiden. Es darf bitte nichts passieren. Komm, ich will das hier jetzt nicht mehr unter Drogen machen. Bitte nicht. So, den habe ich noch so gekriegt. Alles klar. Da wäre ein One-Up. Das ich allerdings... Ja, doch. Kriege ich noch. Okay. Kriege ich noch. Ja, boah, ich muss hier echt vorsichtig sein. Ich muss hier wirklich vorsichtig sein. So, verschwinde. Verschwindet alle. Oh mein Gott, sind es viele. Also im ersten Level, wo die Drogen waren, da waren es nicht so viele. Und jetzt wird gespammt ohne Ende. Aber wir haben jetzt hier gar nichts bekommen, oder? Boah, es fehlt noch ziemlich viel. Kommt das alles erst noch oder nicht? Also zwei Blumen fehlen noch und noch 12 rote Münzen. Hm. Da müssen wir uns unbedingt Gedanken machen. Oder kriegen wir die jetzt erst mit Super Mario? Ah, könnte sein. Ja, da unten ist auf jeden Fall ein Stern, der uns dafür verwandelt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber da müssen wir halt jetzt wirklich wieder schnell sein. Oh nein. So, hier wäre ein Checkpoint. Das ist schon mal sehr gut. Also, falls ich sterben sollte, gibt es hier immer noch den Checkpoint. Alles klar. Gut, dann komm mal raus, Stern. Ach, wegen so einem letzten Dreckfetzen will das da jetzt nicht raus, oder? Komm jetzt. 3, 2, 1 und let's go. Da, 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 da. Okay, eine rote Münze. Zweite. Dritte. Oh mein Gott, jetzt wird die Zeit knapp. Jetzt wird die Zeit knapp. Die Zeit wird knapp. Mist. Okay. Ja, ich hoffe, das war eigentlich so getimt, dass man es wenigstens bis hierher schafft. Oder noch weiter. Nein! Du behindertes Ding! Oh mein Gott! Komm runter! Komm runter, Mario! Komm runter!
Oh. Dein fucking Ernst? Mann! Ich glaube, ich muss doch mal zurück, oder? Ja, wie komme ich denn jetzt weiter? Ich komme ja gar nicht mehr weiter. Ne, ich glaube, ich muss wieder zurück. Ja, ich muss... Oh, das gibt's doch nicht. Wirklich? Ist das dein Ernst? Na dann, auf ein neues. Ah. So, dann hier hin, okay. Komm, 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 komm. Dann hier hin, okay, perfekt, perfekt. So, weiter. Nein, ich habe den Stern verpasst. Ich habe den Stern verpasst. Fuck! Wieso passiert mir das immer? Ja, was gibt's da unten? Gar nichts. Ich dachte, da komme ich jetzt wenigstens zurück, aber da komme ich ja gar nicht zurück. Hä? Ist das denn ihr Ernst? Ja, toll. Und jetzt darf ich mir hier alles zusammenschießen, oder? Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall sind es Wiggler. Wiggle, wiggle, wiggle. Nochmal einer, okay. Es fehlen noch 6 Stück. Naja. Na, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte ihn noch gar nicht abknallen. Oh mein Gott. So, weg mit dir. Und da wäre das Ziel. Mist. Aber ich komme jetzt nicht mehr zurück. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann absolut nichts mehr machen. Und da scheinen mir nicht die restlichen Münzen zu sein. Oder? Nee. Sieht nicht so aus. Ach, come on. Echt nicht? Ich habe keine... Oh, ich habe keine Eier mehr. Oh mein Gott. Da ist auf jeden Fall noch eine. Oder? Nee. Ach, come on, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Okay, dann machen wir dieses Level eben auch offscreen. Gehen ab ins Ziel. Nächstes hätten wir alle 5 Blumen ergattern können. Das ist doch schon mal was. Also wir wissen auf jeden Fall, wo sie sind. Und dann gibt es nochmal ein Bonusspiel. Finde ich auch schade irgendwie, dass man hier wirklich gezwungen wird, in so einen dämlichen Bonus immer zu müssen. Denn ansonsten kann man das Level nicht abschließen. Es haben 6 Stück noch gefehlt. Ich glaube, links wäre auch noch was gewesen, oder? Oder vielleicht irgendwo wieder eine Geheimtür. Ah ja, okay. Also tun wir uns erstmal wieder Leben zusammenrubbeln. Vielleicht schaffen wir das auch sogar. Ja, tatsächlich. Der erste wäre schon mal da. Okay, dann machen wir hier. Ja, das wäre der zweite. Sehr gut. Dann fehlt noch einer. Dann fehlt noch einer. Okay, dann nehmen wir den hier. Und nee. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich immer einen von denen? Aber immerhin 2 Leben. Immerhin 2 Leben. Gut. Sehr schön. Gut gemacht, Yoshi. Wir sind zufrieden. Gut, zweites Level. 4-2. Und ja, es sind schon wieder Koopas. Also ich denke, die ganze Welt dreht sich um Koopas. Und um denen ihre Umgebung. Der Cave. Auf der Lakito. Verdammt, das sind Lakitos. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber es hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen wie Koopas ausgesehen. Aber okay. Okay, wir nehmen es so hin. Wir nehmen es einfach mal so hin. Die Röhren natürlich sind hier auch sehr, sehr offensichtlich. Vielleicht gibt es auch hier irgendwas. Ich denke, hier geht man rein, oder? Nee. Nee, hier geht man rein. Okay. Aber hätte man vielleicht auch... Kommt man jetzt da noch irgendwie hintere? Ich weiß es nicht. Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall fehlt mir jetzt der eine Teil da. Ich denke, man hätte ins erste reingehen müssen. Ich denke, man hätte ins erste... Da, wo ich ursprünglich rein wollte. Ich glaube, da sollte man eigentlich reingehen. Aber wir haben es natürlich nicht geschafft. Ja, jetzt komm. Schieß den doch nochmal Sterne. Okay, wo ist der letzte? Ja, der ist natürlich wieder weg. Alles klar. Alles klar. Mhm. Wissen wir Bescheid. So, da oben können wir übrigens auch rein. Okay, was gibt's da? Da gibt's bestimmt irgendwas Gutes. Oder nicht? Ach, hier gibt's eine Truhe. Also entweder gibt's da drin jetzt einen Stern. Ein Stern, sage ich schon. Ein Schlüssel. Oder es gibt einfach nur Sterne. Ja, eins von beiden. Ja, Sterne. Okay. Heißt es wieder, dass es hier auch in dem Level so wenig Sterne gibt? Möglich. Es ist immer möglich, wenn viele Sterne am Anfang gespawnt werden, dann ist es immer gefährlich. Es ist immer eine gefährliche Sache. So, hier wäre alles geklärt. Okay.
Okay. Nein! Nein! So. Weg mit dir und weg mit dir. Gut. Kann man da noch hoch? Okay. Ich will irgendwie wieder zurück. Geht nicht. Fuck! Wieso geht das jetzt nicht? Ach, da oben ist ein Powerblock, oder? Ja, da oben war ein Powerblock. Den habe ich aber jetzt zerstört. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier kriegt man wirklich... Das Spiel ist nur zum Ausrasten irgendwie. Immer vergisst man irgendwas. So, was gibt's hier? Pucci? Nein! Boah, weh, ich vergesse jetzt eine rote Münze. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Seid ihr verrückt? Wie soll ich denn das schaffen, bitte? Wie soll ich denn das schaffen? Das ist doch unmöglich. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht, nee. Nee, das schafft man nicht. So, hier noch. Und da noch. Ach, und jetzt habe ich natürlich keine... Jetzt habe ich natürlich keine Eier mehr. Ist ja logisch. Ist logisch. Mhm. Dann halt eben nicht. So. Ich muss den jetzt schießen, aber nur in eine Richtung. Links werden wahrscheinlich Sterne sein oder ein One-Up. Deswegen schießen wir ihn einfach auf die Blume. Das ist am besten. Ja. Das ist am besten. Und da habe ich natürlich... Nein! Ah, ich hasse es, wenn ich keine Eier habe. Aber ich könnte mir... Ach, ich hätte mir ja welche holen können. Wenn mein Gedächtnis nicht so langsam arbeiten würde, wie es jetzt im Moment tut, wird es eigentlich viel, viel besser laufen. Aber das tut es nicht. So, weg. Komm, alle weg. Alle weg. Oh, das war gut. Das war gut und ich wäre fast runtergeflogen. Nur weil ich so doof bin. So, wo komme ich jetzt raus? Okay. Zwei Eier. Eine ist auf jeden Fall da, um die rote Münze zu kriegen. Und eine, um den Schlüssel zu kriegen. Aber ich denke, der Schlüssel wird auch wieder nur für ein Bonusspiel sein. Deswegen ist er eigentlich uninteressant. Aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Man kann ja nie wissen, für was... Oh Gott, für was die Dinge gut sind. Das wäre ich fast runtergeflogen. Ein Checkpoint haben wir bisher noch nicht gehabt, oder? Nö. Also nicht das. Ich wüsste ja, es ist ein Bonusspiel. Da will ich aber jetzt nicht reingehen. Nee. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Okay. Nochmal eins. Ja. Ja. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, gut. Das ist gar nicht so falsch gewesen. Komm her. Lecker, lecker Bissen. Lakitos schmecken immer lecker. So. Ja, ich glaube, wir sind schon unten. Wir sind schon unten, tatsächlich. Okay. Ja gut, da unten gibt es noch eine Blume. Aber wie zum Teufel soll ich da hin? Das schaffe ich doch nie. Ich muss da auf jeden Fall irgendwie hin. Aber wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Badada. Komm, geh hoch. Yes. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja oben irgendwo einen Stern oder so. Für Mario. Aber es sieht nicht so aus. Es sieht absolut nicht danach aus, wie als würde es hier einen Stern geben. Na gut, da muss es aber eine andere Möglichkeit geben, da reinzukommen. Also es muss auf jeden Fall irgendwie möglich sein. Aber nur wie? Weil es ist sehr weit entfernt. Wirklich sehr weit. Und ich komme da nicht einfach so hin. So. Okay. Oh, jetzt muss das Timing passen. So, bleibt es stehen oder nicht, wenn ich das schieße? Okay. Ja, doch. Ja, es ist so schnell, dass es eigentlich klappt. Okay, und nochmal und... Brim! Ich habe alles? Nein. Jetzt liegt es wirklich nur an dieser einen Blume. Ich habe tatsächlich alle roten Münzen bekommen. Bei dem Bonusteil habe ich echt alle Münzen gekriegt. Komm schon! Yes! Yeah! Wir haben es geschafft! Alles voll! Alles voll! Gott sei Dank! Oh mein Gott, nee, nee, komm, ab ins Ziel. Ab ins Ziel, egal. Egal auf diese Lakitos, ist egal. Wir gehen einfach ins Ziel. Es ist absolut schlimm.
Wirklich. Und nochmal ein Bonusspiel. Ja, was denn sonst? Heute ist ein guter Tag, deswegen gibt es 2 Bonusspiele obendrauf. Sehr schön. Dann verlängert sich ein bisschen die Sendezeit. Also bleibt unbedingt weiter dran, denn jetzt geht's weiter mit dem Bonusspiel. Im, ja, in ein paar Sekunden, wenn endlich der Screen weg ist. 100 Punkte. Hervorragend. Oh, das ist glatt zum Umarmen, die Punktzahl. Darf ich dich mal umarmen, Punktzahl? 100 Punkte? Hm? Item-Chance. Schon wieder? Oh Gott. Ja, da bin ich auch nicht so gut drin. Da treffe ich meistens Kamek als erstes. Und genau so ist es. Und genau so ist es. Ja gut, aber 3 Stück von 6. Also es ist halt schon sehr übertrieben. Gut, meine Freunde, dann hätte ich gesagt, lassen wir es für den Part gut sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald bei Yoshi's Island. Und ciao.